Hallo und heute hörst du den 15. Teil meiner Hörbuchreihe Die geheimnisvolle Reise bei Lenny. Im Garten saß Bruno auf der Bank und konnte es immer noch nicht fassen, was sein Sohn da angerichtet hatte. Wir hatten ihm doch alles gegeben in seinem Leben. Wahrscheinlich waren die Gene seiner leiblichen Eltern stärker wie unsere Liebe zu ihm. Lucy nahm Bruno in den Arm, um ihn zu trösten. Ich habe eine Bitte an dich, liebe Lucy. Würdest du in meiner Abwesenheit das Camp vorübergehend leiten? Ich werde für einige Zeit mit meiner Frau eine Auszeit nehmen. Was für eine Ehre! Ja, natürlich übernehme ich, während du weg bist. Ich möchte dir jemand vorstellen. Das ist Frido. Eigentlich Lenny. Er ist von der Erde. Luna hat ihn vor ein paar Wochen kennengelernt. Wir haben ihn hier heimlich eingeschmuggelt. Ja, ich weiß, du bist kein Unmensch. Und es wäre wohl besser gewesen, ich hätte mit dir sprechen sollen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ach, liebe Lucy, wie könnte ich dir böse sein? Herzlich willkommen, lieber Frido. Ich meinte natürlich Lenny hier im Camp. Fühl dich wohl hier. So, los jetzt. Wir müssen alles schön herrichten, bevor Luna in 2 Tagen aus dem Krankenhaus zurückkommt, sprach die Schnecke. Jedem würde eine Aufgabe zugewiesen. Am Ende dieser guten Tat entschloss sich Lucy, zu Vito in den Garten zu gehen. Wie kam sie nur auf die Idee? Er hätte damit etwas zu tun gehabt. Hallo, liebe Lucy. Willst du wieder eins meiner Bücher ausleihen und lesen? Was hast du denn noch für welche? So ging Vito gemeinsam mit Lucy in den Büchersaal und suchte ein Buch für sie aus. Hier, wie wäre es mit diesem Buch? Der geheimnisvolle Garten. Lass mich mal sehen. Das hast ja du geschrieben. Seit wann schreibst du Bücher? Vor 2 Jahren habe ich damit angefangen. Vito wollte ihr das Buch geben, aber es fiel ihm herunter. Beide bückten sich und als sie sich wieder erhoben, waren sie auf einmal sehr nah. Sie hatte nur noch Augen für Vito. Seine waren haselnussbraun. Auch er war wie erstarrt. Er nahm ihre Hand und zog sie an sich und küsste sie einfach drauf los. Sie ließ es geschehen. Gestört wurden sie jedoch durch ein Geräusch im Busch. Was war das? Ach, das ist nur Pico, mein Hund. Oh je, schon so spät. Ich muss gehen, bevor mich noch die Schnecke hier findet. Ich soll doch für Luna einen Kuchen backen, wenn sie zurück aus dem Krankenhaus kommt. Wir sehen uns. Und so rauschte sie ab und machte sich auf den Weg in die Küche. Sie kramte eins dieser Rezeptbücher heraus und fing an zu backen. So ein bisschen Mehl, Zucker,
Butter, Backpulver, Quark, Zitrone und geraspelte Schokolade. Alles gut verrühren und fertig. Redest du immer mit dir selbst? Was? Ach so, ja. Wenn ich backe, dann rede ich immer mit mir selbst. Sonst vergesse ich die einzelnen Schritte. Der Kuchen sollte ja perfekt werden. Vielleicht magst du die Herzkuchenform nehmen. Was meinst du? Eine tolle Idee. So noch ein bisschen mit Butter einfetten und dann das Verrührte einfüllen. Bei 180 Grad für 50 Minuten backen. Ich bin schon ganz gespannt, ob er etwas wird. Habe lange nichts mehr gebacken. Wir brauchen noch flüssige Schokolade, aber die werde ich erst über ein Wasserbad schmelzen, wenn der Kuchen fertig und völlig erkaltet ist. Das soll draufstehen. Herzlich willkommen daheim. Sie wird Augen machen. Ich freue mich auch, Luna endlich wiederzusehen. Was wird sie sagen? Bin schon ganz aufgeregt. Aber es sind ja noch 24 Stunden, bis sie heimkommt. Glaubst du, sie möchte sich dennoch wieder zurückverwandeln in einen Menschen? Ich glaube schon. Sie hat sich doch in dich verliebt und möchte gern mit dir zusammen sein. Lenny wurde auf einmal ganz rot und konnte sein Glück kaum fassen. Komm, wir gehen nochmals die Liste durch. Also Kuchen backen, Lexi putzen, Lunas Zimmer aufräumen, Blumen pflücken. Also der Kuchen ist schon im Backofen. Lexi putzen wurde erledigt. Die Blumen wurden von Clara gepflückt und das Zimmer von Bruno. Zieh dir bitte morgen die alten Sachen von dir an. So kannst du dich bei Luna nicht blicken lassen. Aber die habe ich doch nicht mehr. Die sind bei mir zu Hause. Oh nein, dann fliege ich jetzt schnell zu dir und hole sie mir. Wo hast du sie denn gelassen? Na, im Studio, auf dem Sofa. Okay, in einer Stunde bin ich wieder zurück. Bis gleich. So flitzte sie mit ihrem Raumschiff Richtung Erde zu. Nach einer Weile kam Lucy wieder zurück. So, ich habe ein paar neue Klamotten aus deinem Schrank mitgenommen. Jetzt kannst du dir ja aussuchen, welche du gerne morgen anziehen möchtest. Und das habe ich auch noch gefunden. Eine kleine Schatulle. So neugierig wie ich bin, musste ich diese auch öffnen. Der Ring ist wunderschön, lieber Lenny. Da wird sie sich aber freuen. Was öffnest du denn fremde Sachen? Ja, ich weiß. Soll man nicht machen. Hat mich aber voll angesprochen. Okay, ich verzeih dir mal. Ja, der Ring, er ist von meiner verstorbenen Mom. Es war ihr Verlobungsring damals. Außenrum vergoldet und ein kleiner Rubinstein in der Mitte.